Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Blade Runner. Und offensichtlich haben wir uns die Chance tatsächlich vertan, mit Early zu reden, zumindest hier, aber vielleicht können wir mit ihr reden. Wie ist ihr Name? Und die Frage ist, die Show verpassen wir jetzt wahrscheinlich vorne, aber da geht's noch lang. Oh, der Barkeeper, Mist. Oh, hier ist die Show. Oh, da ist Hanoi. Haben wir uns die Show-Chance jetzt auch vertan? Dann reden wir mal mit dem Barkeeper. Was soll es sein, Sir? Was Hochprozentiges. Ein Venus Eye Trap. Kommt sofort. Was ist das Grüne da? Neptun's Nip. Ich glaube, der wird Ihnen schmecken, Sir. Noch einen. Die Farbe können Sie sich aussuchen. Tu a ten, ten a two. Wieso heißt es so? Sagen wir einfach, es ist ein Liebestrank. Oh. Noch einen. Die Farbe können Sie sich aussuchen. Kann ich mich jetzt hier richtig weghauen? Tu a ten, ten a two. Wieso heißt... Sagen wir... Noch ein. Wieso heißt... Sagen wir... Okay, ich kann mich nicht weghauen. Ja, ich würde sagen, die Show haben wir verpasst, Early haben wir verpasst. Blöder Zeitpunkt, die Folge zu wechseln und einen Break zu machen, aber was soll's. Da ist Hanoi. Da geht's jetzt nicht hoch, vermute ich mal, aber dann dürfte er ja vorne nicht sein, wenn er hier steht. Gehen wir mal gucken. Also, ja, jetzt ist er hier nämlich weg. Das heißt, ich gehe jetzt mal da lang. Da. Okay, okay. Spannend. Ich wollte jetzt gerade noch ein bisschen über den Fall sinnieren. Aber das machen wir jetzt mal gerade nicht. Wieso genau da? Ich würde gerne erst noch mal hier ein bisschen rumgucken, bevor ich was weiteres... mache. Vielleicht sehe ich hier irgendwas, was mir weiterhilft. Also was ich eigentlich, ich wollte über die Fälle ein wenig rezitieren. Wir wissen ja, bei den Fällen, die wir untersuchen direkt, wissen wir ja genau, wer welche Täter sind. Die Couch hier kann ich benutzen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was das... Wir gucken mal, was das da ist. Ich hatte Glück. Oh. Die Quittung für die Libellenkollektion lag ganz oben auf dem Haufen. Es waren drei Stücke. Ein Gürtel, Ohrringe und ein Fußkettchen. Early hatte sie vor einem Monat bei einer Auktion gekauft. Okay. Und zwar für eine Summe, für die ich mindestens ein Dutzend Raps aus dem Verkehr hätte ziehen müssen. Early hatte den ganzen Laden verwanzt. Selbst in den Garderoben hatte er Kameras installiert. Und ich möchte wetten, dass er sie nicht nur zur Sicherheitskontrolle verwendete. Wie ich da CDs? Early hatte den ganzen Laden verwandt. Selbst in, und ich möchte wetten, dass... Also nur für wissenschaftliche Zwecke, versteht sich. Wir wissen ja, wer diese ganzen Fälle hier verursacht hat. Der Hauptfall, der mich jetzt eigentlich spieltechnisch interessiert, ist, was hat McCoy damit zu tun? Ich wusste nicht, was auf der Disk war. Aber so wie Early sie versteckt hatte, war es bestimmt schmutzige Wäsche. Wie geht's, General? Hast du einen Durchsuchungsbefehl oder ist das nur ein Einbruch, hm? Was ist auf der Disk, Early? Na, 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 ich frag dich doch auch nicht nach deinem Privatleben. Leg sie hin, McCoy. Das muss ja was Saftiges sein. Wissen deine Mädchen von den Kameras? Ah ja. Schon kapiert. Du willst tauschen. Die Disk gegen was? Also, was hast du anzubieten? Lass uns erst was trinken. Ich möchte nicht trinken. Er wird mich mit Sicherheit... K.O.-Tropfen. Heute ist dein Glückstag, McCoy. Du bist im Garten der irdischen Freuden. Ich wette, wir können was finden, was deinen Neigungen entspricht. Kein Interesse. Bullshit. Jeder interessiert sich dafür. Mach mir ein Angebot. Du kannst alles haben, was dein kleines Herz begehrt, General. Ich bin gerade verunsichert. Ich möchte nicht trinken. Wenn ich jetzt auf ihn klicke... Ja, seht ihr, das wusste ich. Mein Gott, McCoy, du siehst ja furchtbar aus. Ich nehme diese Disk. Danke. Mach dir keine Sorgen, General. Der alte Ich hätte echt gern gewusst, was drauf ist. Und schon wieder sind wir rausgeflogen. Er zappelt ein bisschen. Schaffen wir es aufzustehen? Vielleicht muss ich... Er kam. Geschafft. Eigentlich müsste ich jetzt da rein. Ich will mit ihm reden.
Pass auf, Hanoi muss hierher. Wir müssen nochmal da hinten rein. Wie alt sind Sie? Scheiße, der kommt nicht mehr. Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Und vielleicht beeindruckt Sie das. Der hat definitiv Dreck am Stecken. Ah, jetzt kommt er. Hurley erwartet mich. Verpiss dich! Was? Jetzt kommt er, warte. Ja, seht ihr? Kommt doch noch. Habe ich Sie hier nicht schon einmal gesehen? Und jetzt... Ah, komm ruhig noch ein Stückchen näher, ist nicht so schlimm. Ist schön hier vorne. Die Aussicht ist nett. Und jetzt los. Ah, sehr gut, geht doch. Weil mit dem Typ würde ich ja jetzt gerne nochmal ein Hühnchen rupfen. Und wenn wir jetzt den Hanoi da hinten wieder hinkriegen, hier ist er nicht, dann hole ich mir die Disc vielleicht doch noch. Vielleicht habe ich ja wieder nur zu lange gewartet. Ist das alles eine Timing-Sache? Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig geniales Gameplay. So, jetzt steht Hanoi nicht mehr hier. Jetzt kann ich hier hoch. Und ich kann nach da. Wo gehe ich lang? Ich gehe erstmal da hoch. Wo komme ich da hin? Bestimmt von der anderen Seite in den Raum rein. Oh. Ich habe so das Gefühl, dass hier Dinge gedreht werden, die ich so vielleicht gar nicht sehen will. Ich kann mich auch echt nicht daran erinnern, damals in meinen verschiedensten Playthroughs hier gewesen zu sein. Okay. Da geht's nach oben. Das projiziert irgendwas, aber das habe ich eben auf der Leinwand nicht sehen können. Ich kann hier auch nichts machen. Vielleicht hätte ich hier eben was machen können. Oder ich finde hier oben wirklich noch irgendwas Interessantes. Ich muss das jetzt hier untersuchen. Ich kann das nicht so auf mir sitzen lassen. Das könnt ihr euch ja mit Sicherheit vorstellen. Dass ich das nicht so auf mir sitzen lassen kann. Aber hier ist nichts. Vielleicht wäre hier etwas gewesen, wenn ich anders gespielt hätte. Weil ich sehe jetzt hier auf das erste Durchscreenen sehe ich hier mal gerade gar nichts. Wird ja normalerweise schon relativ schnell und deutlich grün. Aber hier wird gar nichts grün. Auch bei dem Grün hier wird nichts grün. Ich hätte echt gedacht, ich finde hier oben jetzt was Tolles. Weil diesen Screen habe ich, glaube ich, noch nie in einem Playthrough gesehen. Hier ist nichts. Draußen auch nicht. Scheiße. Na, dann gehen wir unten mal nach links. Wie gesagt, das hier hätte bestimmt für einen anderen Verlauf der ganzen Events irgendetwas beigetragen. Ich hoffe, Hanoi ist nicht hier. Nee, ist er nicht, aber dann kann ich jetzt nach hier gehen. Ach, hier oben, das wird übertragen. Hier, da Kussmund. Mit euch hier kann ich nichts machen, vermute ich mal, ne? Nee. Oh, was haben wir denn hier? Hier scheint man sich doch ein wenig noch umgucken zu können. Da geht's wieder raus. Im Raum ist auch nichts. Aber auch hier wieder. Wobei, ich bin mir in diesem Spiel halt immer unsicher, ob die Screens wirklich nur dem Zwecke der Optik dienen. Oder ob hier vielleicht eben etwas wäre, wenn wir anders gespielt hätten. Komisch, ich hab's gar nicht klopfen hören. Ja, ich wollte nur sagen, wow, Sie waren unglaublich. Ich hab gar nichts gesehen. Vielen Dank, Mr. McCoy, Ray McCoy. Kann ich etwas für Sie tun, Mr. McCoy? Das ist die Dame, mit der Typ in der Bar war. Gürtel, Early Q. Der Gürtel ist aus der Insektensammlung mit Sicherheit. Wie gefällt es Ihnen, für Early Q zu arbeiten? Mich hat er immer sehr gut behandelt. Haben Sie ihn je in der Gesellschaft von, sagen wir, zwielichtigen Typen gesehen? Also, hier kommen nicht allzu viele Priester rein, wenn Sie das meinen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Gürtel. Ist er eine Antiquität? Er soll aus dem letzten Jahrhundert stammen. Diese kleinen Tierchen gehörten schon immer zu meinen Lieblingen. Libellen? Ja. Die ganze Gattung, zu der sie gehören. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin von der LPD. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es geht. Geht es um Early Q? Denn da könnte ich Ihnen Dinge erzählen. Gab es außer dem Gürtel noch weitere Stücke? Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Hören Sie, ich möchte Sie warnen. Es gibt da eine Frau, die nach Ihnen und Ihren Freunden sucht.
Warum sollte mich jemand suchen? Sie wissen doch, was ich damit meine. Sie müssen unbedingt sofort von hier verschwinden. Ich verstehe. Sie sind sexuell irgendwie abartig veranlagt. Hm. Ich habe genug von Ihnen. Verbinden Sie mich mit der Polizei. Sie tun genau das Richtige. Ja, dies ist ein Notfall. Bei Early Q's in den Garderoben. Ein Gast schikaniert mich. Legen Sie das weg, ich bin ein Cop. Jetzt warten wir. Wenn Sie Ihre Hand bewegen, schieße ich. Okay. Bitte halten Sie den Mund, der Klang Ihrer Stimme geht mir auf die Nerven. Oh, dann warteten wir da ein paar Minuten. Weder Ihre Waffe noch Ihre Augen haben auch nur einmal gezittert. Bei jedem anderen Zielobjekt wäre ich ein toter Mann gewesen. Aber wenn sie eine Replikantin war, dann wusste sie es bestimmt nicht. Sonst hätte sie nicht die Polizei gerufen. Hm, aber das ist die Frau, die mit Clovis auf dem Bild in der Bar war. Daubruder? Die Hände auf den Kopf. Genau, Ray McCoy, Rap Detect, BA61661. Nie von dir gehört. Was? Ich unterstehe Lieutenant Gussert, du kannst ihn anrufen. Ich arbeite für dich? Okay, gehen wir. Wo ist euer Streifenwagen? Klappe. Zu welchem Polizeirevier fahren wir? Ich sag dir zu welchem. Au, jetzt hab ich... Oh shit. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl bei der Nummer. Also in dieser Polizeiwache war ich noch nie, obwohl ich dachte, ich kenne alle. Hä? Der Bulle zu meiner Rechten hatte voll den massiven Schlägertyp-Stil drauf. Und sein hektischer Partner zur Linken konnte es wahrscheinlich gar nicht abwarten, meine Kniescheiben knacken zu hören. Ansonsten war alles in bester Ordnung. Hat sich also als Polizist ausgegeben, hä? Ich will doch schwer hoffen, dass die neuen Nexus-Modelle ein bisschen mehr drauf haben als die alten. Hey, ich bin Blade Runner. Ruft Lieutenant Gussa an, wenn ihr mir nicht glaubt. Es gibt aber keinen Gussa bei der LPD. Wenn ich bis jetzt nicht alles geträumt habe, dann gibt es ihn. Siehst du, genau das geht mir bei denen immer so auf den Sack. Ja, dass diese Hauptjobs nie ein eigenes Leben leben. Allerdings. Jetzt fragt endlich nach, verdammt nochmal. Oh. Du bist einfach nur ein Rap mit implantierten Erinnerungen an diesen Gussa, verstehst du? Das ist unmöglich. Ach, jetzt klingt dieser Bursche gar nicht mehr besonders fantasievoll. Wollen Sie den Void-Kampftest mit mir machen? Bitte, nichts dagegen. Oh ja, gut. Sehr gut. Sehr überzeugend. Aber wo hast du dich versteckt? Auf dem Kippel? Hat dir Gregorian geholfen? Möchte wissen, wer mit dem überhaupt noch zusammenarbeitet. Ich habe keine Ahnung, wovon du überhaupt sprichst. Ah! Wer ist dieser Bastard, der das Zeug auf dem Schwarzmarkt verkauft? Halt die Klappe. Ich sag dir mal was, McCoy. Es ist mir scheißegal, wie du abkratzt. Aber ich weiß, dass ihr Reps Schmerz empfinden könnt. Und was das angeht, bin ich genau der richtige Mann, verstehst du? Sag mir alles, was du über die Leute bei Cars weißt. Und ich garantiere dir einen leichten... Hast du dir den Arsch mit den Zähnen abgewischt oder wieso stinkst du so ätzend aus dem Mund? Du wirst dir noch wünschen, bis zum Hals in einem Reaktorbehälter zu stecken, bevor ich mit dir fertig bin. Halt schon mal den Stuhl an. Willst du wissen, als was ich wiedergeboren werde? In meinem nächsten Leben? Als Priester. Es ist irgendwie... göttlich, wie ungeheuer gut ich meinen Job beherrsche. Keine Bewegung! Versuch das ja nicht, Freundchen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Keine Zeit, dumm rumzuquatschen. Wenn du deinen Arsch retten willst, müssen wir hier sofort verschwinden. Ein wenig verwirrt. Was zur Hölle war das denn jetzt? Und wer waren die? Wieso kann ich mich da nicht erinnern? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne alles durchsuchen, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Komm, wir gehen nochmal zurück. Ich muss hier gucken, was hier los ist. Ich hatte solche Stühle schon einmal gesehen. Aber die zwei sind weg. Nicht nur in meinen wiederkehrenden Zahnarzt-Albträumen. Es war eine alte sogenannte Gesangsmaschine. Ein Folterwerkzeug, das man früher dazu verwendet hatte, aus hartgesottenen Verbrechern Geständnisse zu entlocken. Ihre Verwendung war inzwischen seit 10 Jahren verboten. Aber die meisten Cops wussten, dass sie nicht vollständig von der Bildfläche verschwunden war. Hm. Die zwei Typen sind weg? Da kann ich noch lang. Oder ich gehe Crystal hinterher. Nein, ich muss hier ermitteln. Ich kann hier nicht einfach weg. Abgeschlossen. Oh, abgeschlossen. Dann gehe ich da wohl doch nicht lang?
Scheiße, wer waren die zwei Typen? Und wieso wissen die nichts? Das waren mit Sicherheit keine Cops und Blade Runner, so viel steht mal fest. Aber wen hat die angerufen? Gehören die zu dieser Rap-Truppe? Ich weiß es nicht, ich bin komplett verwirrt. Zur Hölle bin ich denn jetzt? Da kann ich bestimmt rein. Nee, kann ich nicht. Crystal noch hier? Wo hat Crystal gewusst, wo ich bin? Ich bin total verwirrt. Wir sind im Westlake MacArthur Park. U-Bahn-Station. Höchstwahrscheinlich. Auch nur ein Durchgangsraum. Vielleicht kann ich ja hier nochmal hin. Ich hoffe es. Krasse Scheiße. Also es dreht sich jetzt wirklich... Wir stehen im Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit. Wo zum Teufel hast du gesteckt? Ein Glück, dass du genau in dieser Sekunde aufgetaucht bist. Ein Glück, dass einer meiner Informanten gesehen hat, wie sie dich aus dem Club eskortiert haben. Sonst wärst du inzwischen schon im Leichensack. Das müssen falsche Cops gewesen sein, die Raps angeheuert haben. Cops ja, falsche nein. Hm. Ich erinnere mich an Baker. Er war früher SID-Experte für Verhörmethoden, bis er vor ein paar Jahren unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Ein Söldner? Bingo. Er wird sich keine Sorgen mehr machen müssen, ob er seinen Sold kriegt oder nicht. Diese Stripperin, die du vernommen hast, sie ist eine von ihnen. Liegt doch auf der Hand. Sie muss es gewesen sein, die Baker und diesen anderen Clown angerufen hat. Kümmern wir uns ums Geschäft. Ich bin dabei. Nettes Publikum. Ganz normale Leute-Stil. Genau wie du und sie ist die Treppe hoch. Wie du vielleicht. Hast du sie schon gesehen? Ja. Noch nicht. Doch, doch. Bist du sicher, dass sie hier ist? Ich sehe mich mal hinter der Bühne um. Sieh auf dem Balkon nach und kontrolliere den Ausgang. Ich will nicht, dass uns dieser Rap durch die Lappen geht. McCoy meint, sie wäre kein Rap. Was dagegen spricht, ist, dass sie auf dem Bild mit Globis in der Bar war. Und Lucy sprach von einer Mutter. Vielleicht ist das Mutter. Ich will zumindest mit ihr reden. Da ist sie. Nein, ich will nicht sofort schießen. Ich glaube, sie hat mich K.O. gehauen. Ernsthaft? Tot und vom letzten Spielstand laden? Ist das euer Ernst? Bin mir gerade nicht sicher, wenn ich Escape drücke, kann ich dann weiterspielen? Nö. Okay, das ist interessant. Das habe ich so nicht erwartet. Ey, wir sehen die Show nochmal. Hat doch auch was für sich. Hier kann ich jetzt nicht. Anfassen verboten. Oh. Und da fliegen wir schon wieder raus. Ja, ich würde sagen, aber das gehört dazu. Wir spielen das dann nochmal. Ich kürze natürlich die Dialoge ab. Und ich weiß auch nicht, ob ich so spielen... Ich weiß ja jetzt, was passiert, wenn ich bestimmte Dinge mache. Wie alt sind Sie? Ich hätte gerne, dass Hanoi wieder herkommt. Da kommt er. So, habe ich sie hier nicht schon einmal gesehen? Ich will die nicht erschießen. Aber ich habe noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht. Oh, ich hoffe, ich kann die Zwischensequenz abbrechen gleich. Ich hoffe, ich kann die Zwischensequenz abbrechen, sonst müssen wir uns die nochmal angucken. Das ist aber hart. Das soll ich echt nochmal speichern gleich, bevor ich da hochrenne. Das muss mir auch mal jemand sagen. Da kann ja jeder kommen. So, also wir können uns diesmal auch den Weg nach oben sparen, da war ja nur gar nichts. So, jetzt gehe ich zu ihr, aktiviere die Zwischensequenz. Vielleicht sollte ich hier vor... Ne, nach der Zwischensequenz hatte ich nochmal kurz Zeit zu speichern, das weiß ich. So, hier war ja in dem Vorraum war ja nichts. Jetzt sind wir hier. Komisch, ich habe es gar nicht klopfen hören. Ja, ich wollte nur sagen, wow. Sie waren unglaublich. Nun, vielen Dank, Mr. McCoy. Ray McCoy. Kann ich etwas für Sie tun, Mr. McCoy? Das ist ein ganz ungewöhnlicher... Er soll aus dem... Diese Kleine... Libellen? Ja. Die ganze... Um die Wahrheit zu sagen, ich bin von der LPD. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es geht. Diesmal? Geht es um Early Q? Gab es außer dem Gürtel noch... Ich verstehe nicht... Diesmal sage ich nicht Crystal, sondern ich mache den Test. Ich möchte, dass Sie sich einem kleinen Test unterziehen.
Halten Sie mich für einen Replikanten, ist es das? Wenn es um Early Q geht, helfe ich Ihnen, wo ich nur kann. Das nicht gerade. Das ist absurd. Ich habe eine Familie, eine Tochter, um Gottes Willen. Ah, hören Sie, ich bin doch bereit, gegen Early Q auszusagen. Ein Replikant würde sowas doch nicht tun, oder? Ein Replikant muss sich nicht unbedingt Gedanken über das Schicksal eines anderen Replikanten machen. Dann müssen Sie ein Replikant sein. Ich bin bestimmt keiner. Woher soll ich wissen, dass Sie kein Replikant sind? Haben Sie sich jemals diesem Test unterzogen? Klar habe ich das, vor langer Zeit. Werden Replikanten nicht mit künstlicher Erinnerung ausgestattet? Aha. Vielleicht haben sie irgendwann mal einen Menschen getötet und dann seinen Platz eingenommen, ohne dass ihre Vorgesetzten es je gemerkt haben. Eine interessante Vorstellung, aber ich werde sie trotzdem den Test machen lassen. Man will aber auch auf Gedeih und Verderb uns einreden, dass wir eventuell ein Replikant sind. Jetzt habe ich natürlich unseren Storystrang verändert, den wir eigentlich hatten. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist hierbei ein wichtiger Faktor, also bitte aufpassen. Wo wohnen Sie? Ich verstehe nicht, wieso Sie das wissen müssen. Was machen Sie beruflich? Das ist eine dumme Frage. Ich messe die Maschine nur ein. Also, hat der Test noch nicht begonnen? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Ihr bester Freund hat etwas getan, was Sie wütend macht. Das ist vage. Ich würde ihn damit konfrontieren. Ihr bester Freund ist männlich? Fast alle meine Freunde sind männlich. Gehört das zum Test? Nein. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Ganz bestimmt nicht. Halten Sie etwa alle Tänzerinnen für drogensüchtig? Sie verspüren plötzlich den Drang, Selbstmord zu begehen. Lächerlich. Das würde ich nicht. Ihr Sohn kommt mit einem blauen Auge nach Hause. Ich würde ihn fragen, wer es getan hat, und die Mutter des Jungen anrufen. Was ist das Peinlichste, was Ihnen jemals passiert ist? Dieser Test vermutlich. Nein, im Ernst. Doch, im Ernst. Sind wir fertig? Nein. Fast. Gefällt Ihnen meine Aktentasche? Aus Polizeibeständen. Babyhaut. 100% echte menschliche Babyhaut. Das ist ja abscheulich. Also hier sind die Einschläge oder Ausschläge relativ eindeutig, ne? Sie sind auf einem Bauernhof. Sie gehen in den Stall, um die Schweine zu füttern. Die Schweine bekommen Angst und rennen wie wild durcheinander und reißen sie dabei zu Boden. In diesem Aufzug? Mit einem Fleischermesser schneiden sie beim Fallen einem Tier die Kehle durch. Als sie wieder auf die Beine kommen, sind sie blutüberströmt. Tja, da haben Sie ja ein bezauberndes kleines Szenario entworfen. Sie machen mich krank. Ich lese Sie nur vor. Sie sind 7 Jahre alt. Sie stehlen Marshmallows aus der Küche und verstecken sie in Ihrem Zimmer. Sie werden erwischt und Ihr Vater versohlt Ihnen den Hintern. Ich mag keine Marshmallows. Tun Sie so, als ob. Na schön. Mein Vater hätte mir nicht den Hintern versohlt und ich werde nicht so tun, als ob er es getan hätte. Ein in Lumpen gekleideter Mann macht sich auf der Straße an Sie heran und bittet um Geld. Wie reagieren Sie? Ich würde ihm vielleicht etwas geben, wenn ich etwas übrig hätte. Sie essen im Restaurant mit Freunden zusammen. Einer von ihnen bestellt Hummer und der Chefkoch lässt das Tier vor ihren Augen in einen Topf kochendes Wasser fallen. Ich würde gehen und ich würde die Restaurantleitung bei den Behörden melden. Test beendet. Ich verstehe. Sie sind sexuell irgendwie abartig veranlagt. Ich habe genug von Ihnen. Verbinden Sie mich mit der Polizei. Ist jetzt ein Rap oder nicht? Sie tun genau das Richtige. Ja, dies ist ein Notfall. Bei Early Q's in den Garderoben. Ein Gast schikaniert mich. Legen Sie das weg, ich bin ein Cop. Jetzt warten wir. Wenn Sie Ihre Hand bewegen, schieße ich. Okay, mal gucken, was passiert. Bitte halten Sie den Mund, der Klang Ihrer Stimme geht mir auf die Nerven. Dann warteten wir da ein paar Minuten. Weder Ihre Waffe noch Ihre Augen haben auch nur einmal gezittert. Bei jedem anderen aber, wenn Sie ein... Okay, jetzt kommt er. Also das Ergebnis ist doch das gleiche und ich würde sagen, der Test war ja wohl eindeutig, was sie ist. Ist das der Radar? Die Hände? Genau. Nie von ich unterstehe. Ich hab... Wo ist euer Klappe? Zu welchem... Ich sag... Punk. Ich kann sie unterbrechen. Sehr gut. So, jetzt sind wir doch schon wieder an der Stelle, wo wir eben waren. Und können das Ganze nochmal versuchen. Wenn Crystal und ich jetzt reingehen, habe ich noch mal kurz die Gelegenheit zu speichern. Ich bin mir sicher. Wo zum Teufel hast du gesteckt? Ich bin doch hier. Ein Glück, dass... Sonst wärst du... Das müssen Fall... Korps, ja. Er war früher es... Ein Söldner? Bingo. Er wird sich... Dieses Trip liegt doch auf... Kümmern wir uns... Ich bin dabei. Da ist sie wieder die Treppe hoch. Nettes so. Publikum. Ganz normale Leute-Stil. Genau wie du und ich.
Wie du vielleicht. Hast du sie schon gesehen? Ja. Noch nicht. Bist du sicher, dass sie hier ist? Ich sehe mich mal hinter der Bühne um. Sieh auf dem Balkon nach und kontrolliere den Ausgang. Ich will nicht, dass uns dieser Rap durch die Lappen geht. So, seht ihr, jetzt kann ich nämlich nochmal speichern. Speichern. So, gespeichert. Und jetzt geht's los. Am besten zücke ich schon mal die Waffe. Dann bin ich vorbereitet. Ich habe das Gerät ausgeschossen, das war natürlich auch clever. Ist sie jetzt hier hoch oder ist die an mir vorbei? Du bist ja fleißig, Cowboy. Ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Rap jetzt im biomechanischen Fegefeuer schmort. Hier oben hast du ganze Arbeit geleistet. Hoffentlich ist Early versichert. Wenn dieser Mistkerl Replikanten anstellt, muss er das Schlimmste erwarten. Ach, schade, dass ich den ganzen Spaß verpasst habe. Beim nächsten Mal. Er steht irgendwo hier. Wo hast du ihn geparkt? Na genau hier. Er stand genau hier. Das verdammte Ding muss gestohlen worden sein. Vielleicht lebst du in einer parallelen Realität, Cowboy. Achtung an alle Einheiten. Fahndung nach Ray McCoy, ehemals BR61661. Wegen Tötung eines Zivilisten, Iso. Gesuchte Person ist vermutlich bewaffnet und gefährlich. Iso, den habe ich gar nicht getötet. Was zum Teufel soll die Scheiße? Vielleicht wollen sie dich nur verhören. Ich habe Iso nicht umgebracht. Vielleicht glaubt man, dass du nicht das bist, wofür du dich hältst. Willst du damit behaupten, ich wäre ein Rap? Du spinnst doch. Also der Ausdruck auf deinem Gesicht nach dem letzten? In dem Moment, wo du anfängst, etwas für die Hautjobs zu empfinden, bist du in großen Schwierigkeiten. Vielleicht habe ich einfach zu viel Gefühl. Aber leider an der falschen Stelle. Du willst mich dem Test unterziehen? Hey, ich will gar nichts, Cowboy. Dich sucht man. Detective Steele, BR61354. Melden Sie sich sofort im Polizeipräsidium. Code Blau. Was hast du vor? Willst du mich verhaften? Egal, was die sagen, noch stehst du nicht auf meiner Abschussliste, Cowboy. Okay. Weißt du, was das bedeutet? Und es wäre doch sinnlos, dich abzuknallen, wenn ich keine ehrlichen Chinieren dabei verdienen kann, verstehst du? Deine niederen Triebe waren mir noch nie so wertvoll. Gusa muss irgendwie Mist gebaut haben. Oha. Ich überprüfe das. Mal sehen, was da läuft. Und dann sehen wir uns wieder, Cowboy. Darauf kannst du einen lassen. Abgemacht. Jetzt hau schon ab, bevor ich mir anders überlege. Ja, ich gehe ja schon. Gehen wir hin. Na toll, jetzt suchen die nach uns. Dabei habe ich doch alles richtig gemacht. Wer bist du denn? Ach Gott, nochmal. Diese ätzende Schrottmucke finde ich zum Kotzen. Entschuldige bitte, aber ich habe gerade Musik gehört. Idiot. Krüppel. Wichser. Du Freak. Es ist jemand an der Tür. Wer stört? Ich habe eine Rücksendung für Mr. Luther Lance. Eine Rücksendung? Von wem? Emil Runciter. Vielleicht ist ja einer seiner Schimpansen durchgeknallt und hat versucht, ihn zu besamen. Es ist niemand zu Hause. Kommen Sie später wieder. Ich hatte dir gesagt, dass die Serie noch nicht stabil ist. Runciter hat die Fälschungen sicher entdeckt. Reg dich ab. Runciter ist ein Trottel. Nicht mal der alte Tyrell hätte diese geilen Prachtstücke erkannt. Diese Schlösser aus dem 20. Jahrhundert sind echt Schrott, Mann. Die solltet ihr mal auswechseln. Du blöder Wichser, was fällt dir eigentlich ein, einfach so wie ein verdammter Bulldozer hier reinzukrachen? Gentlemen, denken Sie doch einmal kurz über Ihre Situation nach. Hören Sie, hier gibt's fast nichts von Wert. Wenn Sie eine der Statuen tragen können, dann bitte sehr. Sehen wir vielleicht wie Diebe aus, Männer? Nein. Ihr seht aus wie ein paar verdammte... Jetzt guckt mal ganz genau hin. Aha. Genau die Leute, auf die wir uns schon gefreut haben, nicht wahr, Lance? Hä? Nexus 6er. Und ihr seid zu uns gekommen? Zurückgekehrt zu euch, meine Brüder.
Wir brauchen eure Hilfe. Unglücklicherweise arbeiten wir aber nicht mehr für die Tyrell Corporation. Eure Forschungsarbeit habt ihr doch wohl weitergeführt. Ja, natürlich. Irgendwas treibt uns voran. Die innere Verbundenheit. Kann es ein größeres Wunder als dieses Gefühl geben? Brüder, meine Brüder. Jetzt schaut euch mal ganz genau an. Oh mein Gott. Wahnsinn. Also was jetzt? Sollen wir anfangen? Eines Tages wachst du auf und entdeckst, dass alles nur ein Traum war. Oder du wachst auf und stellst fest, dass du die ganze Zeit geschlafen hast und der Albtraum ist die Realität. Ich wusste nicht, was es war. Ich wusste nicht, wer ich war. Ein Cop am Rande des Wahnsinns? Oder ein Rep, dessen Speicherchips am Ende waren? Eins wusste ich mit Sicherheit. Ich hatte Iso nicht getötet. Das, was ich wusste, hatte ich auch erlebt. Und diese Fehlinformationen waren vielleicht der Schlüssel zu allem, was mit mir geschah. Vielleicht steckte auch mehr dahinter, als ich zuerst gedacht hatte. Ich musste nur lange genug überleben, um es herauszufinden. Puh, und ich habe gedacht, vor zwei Folgen haben sich die Ereignisse überschlagen, aber das geht ja, hier setzt der jetzt gewaltig nochmal einen oben drauf. Ich weiß nicht, ob wir die Lady hätten ausschalten müssen, aber ganz ehrlich, die hat mich einmal getötet. Da musste ich irgendwie, verstehst du schon, ich hätte die bestimmt auch anders lösen können. Ach, dieses Spiel hat so viel Widerspiel wert. Ich danke euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Und lasst mir ein Däumchen, ein Kommentärchen da. Sagt mir, was ihr von der Story haltet. Ich find's mega spannend. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.